wenn man sich dieses Bild anschaut mit der Überschrift Zwei Naturburschen im Sternenhimmel. Was bedeutet das Sternenhimmel? Ich kann Ihnen nur eins sagen, eine meiner großen ersten Aufgaben war, nachdem ich in den Schweizer Stuben Chef Patissier war und die Patisserie in Deutschland auch so ein bisschen ein kleines Stiefkind war, war natürlich mit Eckhart zusammen außergewöhnliche Desserts zu entwickeln. Und ihr müsst euch vorstellen, eines meiner ersten Desserts war gefüllte Weintrauben. Weintrauben schälen, mit der Sicherheitsnadel, dem Ringel hinten, die Kerne rauskratzen, dann eine Champagnercreme einfüllen und dann dazu einen Champagner-Sorbillon aufschlagen und das Ganze mit einem Champagner-Sorbet servieren. Und stellt euch mal vor, 45 Gäste, 15 Weintrauben pro Person. Da wird es einsam, aber da lernt man Demut. Und dann lernt man, was es heißt, gleichbleibend, konsequent, kontinuierlich für jeden Gast immer das Beste zu geben. Das hat mich geprägt. Das ist für mich Gastronomie. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, lieber Eckhart. Mehr beim nächsten Mal.